Ich möchte die schöne Gelegenheit nutzen, um mit einem Vorurteil aufzuräumen. Das heißt ja oft, wir Deutschen werden fremdenfeindlich. Ich sehe das nicht so. Es ist doch gar nicht so, als wenn wir Deutschen uns nicht für das Schicksal anderer Kulturen interessieren. Ganz im Gegenteil, junge Deutsche gehen ja auf die Ausländer zu, um nicht zu sagen drauf los. Vor allem im Osten versucht man die Ausländer auch zu integrieren. Bevor man die integrieren kann, muss man die erst mal einfangen. Wir haben nichts gegen Ausländer. Hören Sie auf damit. Das ist doch einfach nicht wahr. Wir Deutschen haben überhaupt nichts gegen Ausländer. Ganz im Gegenteil. Wir hätten gerne etwas gegen Ausländer. Aber es gibt ja auch nichts gegen Ausländer. An dem Mittel wird ja noch gearbeitet. Was soll das sein, die deutsche Identität? Jeder Franzose besitzt eine Carte d'identité. Was haben Sie? Sie haben Personalausweis, oder? Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. Als letztes Argument kommt die Sprache. Die müssen wenigstens Deutsch können. Die müssen wenigstens anständig Deutsch können. Was ist das denn jetzt wieder? Anständig Deutsch. Wo wird das gesprochen? Waren Sie da schon mal? Sind Sie Deutscher? Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Die meisten Kölner können schon in der Eifel nicht mehr nach dem Weg fragen. So sieht das aus. Deutsche sind das alle. Nur wenn Sie als Ausländer den deutschen Pass haben wollen, dann machen Sie einen Sprachtest. Der fällt verschieden hart aus, kommt ganz auf an, wo Sie den machen. Willkür der Ausländerbehörde vor Ort. Es gibt Städte in Deutschland, da müssen Sie beim Sprachtest beweisen, dass Sie auf Deutsch erklären können, was ist der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, da dürften die meisten von Ihnen ziemlich froh sein, dass Sie schon Deutsche sind. Die harmlose Variante des Sprachtests, die Mindestanforderung sozusagen, die ist folgende. Sie müssen einen deutschen Zeitungsartikel, nicht so ein Vierzeiler aus der Bild-Zeitung, so einen richtigen Zeitungsartikel, Kommunalpolitik, so ein verquastes Zeug, das müssen Sie auf Deutsch lesen können, verstehen können und den Inhalt dann mit eigenen Worten auf Deutsch wiedergeben können. Wenn Sie den Test mit allen Deutschen machen, können Sie die Hälfte ausbürgern. Ein verführerischer Gedanke. Nur welches Land soll 40 Millionen Intelligenzflüchtlinge aufnehmen? Was haben die Stammtischbrüder für Probleme mit den Türken? Es geht ja um die Türken, nennen wir das Kind beim Namen. Ausländerproblematik, hören Sie doch auf. Ich lebe jetzt in Düsseldorf seit 12 Jahren. Wir haben einen schönen Stadtteil, Niederkassel, da haben wir einen Ausländeranteil von 25%. Aber das sind eben Japaner, das sind so gesehen keine Ausländer. Die leben normal, die saufen, die machen beim Schützenumzug mit, selbst Karneval. Die brauchen sie nicht mal schminken, die sehen lustig aus. Integriert sind die nicht, da wollen sie keine Sorge haben. Die wenigsten Japaner in Düsseldorf können Deutsch. Wozu? Japanische Kindergärten mit japanischen Erziehern, japanische Schulen mit japanischen Lehrern, japanische Banken, japanische Kaufhäuser, japanische Restaurants und japanische Hotels. Das größte buddhistische Zentrum außerhalb Asiens steht in Düsseldorf-Oberkassel am Seestadt. Da ist der japanische Kaiser der Tenno zur Einweihung gekommen. Im deutschen Supermarkt, im kleinen Rewe-Laden in dem Viertel, gibt es ein Regal mit japanischen Produkten, japanischen Schriftzeichen und einem japanischen Verkäufer den Fisch. So schneiden wir die Japaner den Essen. Die haben in 2 Apotheken extra japanische Mitarbeiter, um die Leute bedienen zu können. Die haben sogar Jehovas Zeugen im japanischen Wachturm an der Straße in Eltenstedt. Und es ist alles kein Problem. Kommen Sie mal dahin. Es ist ein friedliches, ein freundliches Nebeneinander. Es ist kein Miteinander. Man muss nicht integriert sein, um friedlich in einer Stadt oder einem Land zusammenleben zu können. Rheinländer, Westfalen sind doch auch nicht integriert. Leben doch in einem Land, wo ist das Problem? Man kann doch mal ein Bier zusammen trinken. Die einen trinken Bier, die anderen das, was sie da verhalten. Ja und? Warum geht das mit den Türken nicht? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Heute glaube ich, die Stammtischbürger sind neidisch auf die Türken. Die Stammtischbürger sind neidisch darauf, dass viele Türken immer noch so schön im guten alten Patriarchat leben dürfen.
Die guten alten Zeiten der Stammtischbrüder. Die Frauen halten das Maul in der Öffentlichkeit, laufen schön auf der Straße 10 Schritte hinterher mit den Plastiktüten. So würden die selber gerne wieder leben, die Stammtischbrüder. Das gönnen die den Türken nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sollen die Türken integriert werden. Warum sollen die es besser haben als wir?